Herzlich willkommen zum ersten meiner drei Videos zu Office 365. Und hier geht es vor allem darum, dann hier in dieser Startansicht von Office 365 Dateien heraufzuladen, herunterzuladen und sie freizugeben. Ja, beginnen wir vielleicht damit. Ich habe mich hier mal eingeloggt. Du weißt, man geht zu office3office.com, loggt sich dort ein und kommt dann hier zu dieser Startansicht, dieser Home-Ansicht, so wird sie auch genannt. Und vielleicht mal zum Überblick. Hier oben kannst du hier entsprechende Apps starten. Du kannst jetzt zum Beispiel Word online, Excel online, PowerPoint online starten. Also lauter Apps, mit denen du Word-Dateien zum Beispiel erstellen kannst, aber auch bearbeiten kannst. Alles sehr praktisch, aber vielleicht nicht im selben Umfang oder sicherlich nicht im selben Umfang, wie du es jetzt auf deinem PC machen kannst mit den Desktop-Anwendungen, also was bei dir am Computer fix installiert ist. Aber du hast den Vorteil, du kannst dich einfach, wenn du irgendwo unterwegs bist und du hast einen PC oder einen Laptop zur Verfügung, kannst du dich bei office.com einloggen und kannst dann deine Dateien, die du da heraufgeladen hast, in diesen Cloud-Speicher bearbeiten und auch dann herunterladen. Für das Allermeiste reicht das sehr gut. Ja, ich habe hier mal die zuletzt verwendete Ansicht, hier hast du einzelne Dokumente. Du kannst sie auch unterschiedlich darstellen lassen, unterschiedlichen Ansichtsoptionen, zum Beispiel hier in der Kachelansicht oder in der Listenansicht. Kachelansicht bietet sich vielleicht mehr an, wenn du mit einem Tablet arbeitest und mit deinen Fingern dann eben diese Datei dann auch auf deinem Display finden möchtest. Und du hast auch hier herunter eine Ansicht, wo du die zuletzt verwendeten Ordner dir dann anschauen kannst. Ja, machen wir gleich einmal ein praktisches Beispiel. Stelle vor, du arbeitest zu Hause an einer PowerPoint-Präsentation, möchtest sie dann im Job, in der Schule, wo auch immer dann weiterverwenden. Und das ist nicht geschickt, sie mal zu Hause zu erstellen. Dann kannst du vielleicht unterwegs dann im Zug daran arbeiten und kannst sie dann zum Schluss dann im Büro, in der Schule dann herunterladen. Ich habe jetzt hier schon mal eine Präsentation vorbereitet. Ich gehe jetzt hier herein. Ja, da habe ich eine Präsentation vorbereitet, die heißt Präsentation Krokusse. Und diese Präsentation Krokusse, da möchte ich jetzt vielleicht noch eine Datei einfügen, die ich auf Pixabay gefunden habe. Ich gehe hier hinein, da oben ist die URL, das heißt, da habe ich dann dementsprechend diese Krokusse gefunden, diese Datei. Bei Pixabay, weißt du vielleicht aus einem anderen Video von mir schon, kannst du sie herunterladen. Man kann sie gratis verwenden, man sollte halt dann hier auch angeben, von wem man sie hat, aber man muss es nicht. Ja, alles ist unter dieser Pixabay-Lizenz da zugänglich. Mache jetzt die rechte Maustaste, Bild kopieren, gehe dann hinein, wieder in meine Präsentation an meinem PC und meinem Computer. Jetzt hier wieder in der Präsentation, kann sie einfügen über Steuerungstaste V oder über rechte Maustaste einfügen. Ich wähle mir dann die entsprechende Variante dann aus. Hier, die wähle ich mir hier aus. Kann man das dann zuschneiden. Ja, speichere die dann. Kann dann meine Präsentation auch gleich dann heraufladen. Also das ist die Präsentation mit meinem Start, mit einem Titel, Folie und dann die. Und jetzt gehe ich bei mir wieder in Office 365 herein und lade diese Präsentation herauf. Bin hier wieder in meinem Tab mit Office 365, gehe auf Hochladen und Öffnen. Wähle mir da meine Präsentation aus, die habe ich gerade vorhin hier erstellt, klicke auf Öffnen und sie wird heraufgeladen. Und wenn der Upload funktioniert hat, was jetzt der Fall ist, siehst, die Präsentation wurde hier ins Internet heraufgeladen, in die Cloud. Kann ich sie mir auch nicht nur ansehen, sondern ich kann sie auch dann zum Beispiel verändern. Das heißt, ich könnte hergehen, zum Beispiel Formen. Ich kann mir hier ein Textfeld öffnen und kann jetzt also dann, wenn ich mir dieses Textfeld dann genommen habe, da in der Mitte ist es gelandet, kann ich dann zum Beispiel einen Text einfügen, könnte sagen, zum Beispiel Frühling in Südtirol. Habe also meine Präsentation überarbeitet. Stell dir also vor, du bist gerade im Zug, hast eine gute Internetverbindung. Ja, jetzt bin ich momentan zufrieden. Und jetzt muss ich gar nicht extra speichern, sondern all meine Änderungen werden automatisch gespeichert. Ich gehe jetzt hierher, gehe praktisch aus der PowerPoint-App heraus, gehe auf Office 365, mache mir hier wieder einen neuen Tab auf. Und da habe ich wieder meinen Überblick und hier habe ich schon meine Präsentationsdatei. Ich könnte da wieder draufklicken, springt man dann wieder hinein. Du siehst halt alle Änderungen sich behalten. Ich kann das hier zumachen, gehe wieder da hinein und könnte jetzt dann diese Präsentation dann hier zum Beispiel dann herunterladen. Was ich jetzt aber machen möchte, ist, ich möchte sie freigeben, das heißt anderen zur Verfügung stellen. Das kann ich hier wiederum machen. Ich klicke her, klicke dann, suche mir dann Teilen,
Klicke auf Teilen. Wenn ich das hier belassen würde, da steht ja jeder mit dem Link kann bearbeiten und würde hier eine E-Mail-Adresse eingeben und dann auf Senden klicken, würde derjenige, dessen E-Mail-Adresse ich eingegeben habe, einen Link bekommen auf meine PowerPoint-Datei und könnte sie dann auch weiter bearbeiten. Das möchte ich jetzt nicht, sondern ich möchte das jetzt verändern, dass es sich sie nur anzeigen lassen kann. Ich klicke hier oben drauf und nehme dann, scroll ein bisschen weiter runter, dass man mehr sieht, nehme dann hier das Hackerl weg bei Bearbeitung zulassen. Ja. Jeder mit dem Link soll sie sich nur ansehen können. Klick auf Übernehmen. Dann steht auch hier noch meine Änderung. Jeder mit diesem Link kann anzeigen. Wenn ich jetzt wieder hier eine E-Mail-Adresse eingeben würde und auf Senden klicken würde, könnte man sich die Presse, könnte derjenige oder diejenige natürlich auch sich diese Presse ansehen. Ich möchte mir jetzt aber diesen Link selber holen. Klick auf Link kopieren. Und es wird mir dann hier dieser Link angezeigt. Ich klicke auf Link kopieren. Und ich könnte jetzt diesen Link zum Beispiel auch in eine Word-Datei einfügen. Das mache ich jetzt einmal. Klicke mal hier auf Word. Ich bin ja immer noch online im Internet. Klicke hier auf Word. Komme dann in die Word-Ansicht. Das ist es. Wähle mir jetzt ein neues leeres Dokument hier aus. Und kann jetzt hier zum Beispiel, gehe ein bisschen weiter runter und füge dann hier diesen Link ein mit Steuerungstaste V oder mit Einfügen. Und schreibe jetzt hier hin Freigabe-Link auf meine Präsentation. Ja, und da ich natürlich dann auch hier einen anderen Dateinamen möchte, nicht einfach nur Dokument 2 zum Beispiel, ändere ich den jetzt und ändere ihn zum Beispiel in Freigabe Krokusse. Die Datei hat jetzt einen anderen Namen bekommen. Ja. Ich gehe jetzt wieder zur Startansicht, zur Home-Ansicht, Office 365. Und du siehst, hier ist jetzt auch neben dieser Präsentation, die ich vorhin gerade heraufgeladen habe und bearbeitet habe, ist hier jetzt auch eine Word-Datei entstanden. Und diese Word-Datei könnte ich jetzt dann auf meinen Computer herunterladen. Das mache ich jetzt einmal und klicke hier auf Herunterladen. Ich habe hier jetzt ein Verzeichnis. In dieses Verzeichnis speichere ich jetzt meine Word-Datei und öffne sie dann auf meinem Computer. Ich klicke hier, mache hier einen Doppelklick. Das Word wird gestartet mit dieser Datei. Und wenn ich mir jetzt diese Datei hier nehme, könnte ich einfach markieren, Steuerungstaste C oder rechte Maustaste kopieren. Dann gehe ich jetzt in einen Browser wieder hinein und gebe dann einfach diesen Link ein. Mache einen neuen Tab auf, gebe diese Adresse rein und ich lande dann wieder genau in dieser Datei. Und jemand anderer, der diesen Link bekommt, kann sie nicht bearbeiten wie ich, weil ich bin ja der Eigentümer dieser Datei und jemand anderer könnte sie sich nur ansehen. Ja. Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast jetzt einiges gelernt. Du hast jetzt gelernt, wie man Dateien heraufladen kann, herunterladen kann, wie man sie freigeben kann, wie man schauen kann, dass diese Datei nur angesehen werden kann und nicht bearbeitet werden kann. Im nächsten Video geht es dann darum, wie man in OneDrive selber Dateien raufladen kann, freigeben kann, wie man Ordner erstellen kann und so weiter und so fort. Ich freue mich schon auf dass du zuschaust dann beim zweiten Video.